Also die Spannung ist kaum auszuhalten, Leute. Ihr kriegt ja immer diese kleinen Scharmützel in der Pause nicht mit. Aber Alex hat gerade gesagt, er weiß ganz genau, was ihr habt. Und der lächerliche... Nee, Eis hat gesagt. Nicht Alex. Eis hat das gesagt. Und ja, seine Beschreibung war schon relativ zutreffend. Der pimmelige T-Rex, ja. Das ist halt echt ein kleiner... Er hat einen 71er T-Rex. So, und jetzt hat er gerade noch ein Dings gedroppt. Wart ihr schon mal bei euch oben? Das heißt... Die waren auf jeden Fall hier und haben das ausgekundschaftet. Wahrscheinlich hat Kalle einfach das hier ausgespäht. Ja. Okay, aber wir gehen von unserem Plan nicht weg, oder? Ich bin echt ultra verunsichert. Nee, wir gehen von unserem Plan nicht weg. Ich spreche jetzt mal ein Machtwort. Ja, okay. Hey, guck mal, da vorne im Wasser ist so ein lila Strahl. Naja. Okay, die haben uns also tatsächlich ausgekundschaftet. Wir sind wohl die Einzigen, die nicht durch die Gegend rennen und den Kampf suchen. Ja, das ist das Witzige, aber das liegt daran, dass Kalle und Eis haben ja aktuell keine Base. Und die werden ja wieder eine Base haben wollen. Ja. Das heißt, entweder chillen die gerade hier irgendwo und warten darauf, dass wir rauslaufen, was ein Genius wäre, oder nicht. Nee, also das glaube ich nicht. Ach shit, ich muss gerade nochmal einmal kurz zur Base. Ja. Vergessen, mein Zeuglos wegzulegen. Tja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt wirklich darauf warten, quasi, dass wir einen Fehler machen. Nee, ich finde es aber im anderen Zuge auch sehr fair, wenn die unsere Dinos tatsächlich gesehen haben und sie wirklich wissen, was wir haben, dass sie es nicht gleich getötet haben. Ja, wie? Weil ich glaube, die können sie ja einfach töten. Doch, locker. Nee. Doch. Du lässt einfach... Die haben den Kano, die haben zwei große Rexer. Ja. Und einen Stego haben sie auch noch dran als Tank. Ja. So, wenn sich der Surprise an dem Stego verbeißt, dann können die anderen zwei Rexer ihn locker weg. Du lässt da gerade den Gegner in deinen Kopf reingehen. Das ist, ich hab da gar keinen Zweifel. Also wenn die gekonnt hätten, wären die gekommen. Dann ist, du denkst, Eis hat Ehre? Dann denkst du, der heißt nicht Eis ohne Waffe, der heißt Eis ohne Ehre, mein Junge. Da ist nichts mit, ja, hier, wenn sie gekonnt hätten. Da ist nichts. Wirklich, meine Junge. Aber wenn die gekonnt hätten, hätten die zugeschlagen. Jetzt lass sie jetzt nicht. Ne? Lass dich nicht verunsichern. Also, der 58er Raptor, den wir vorhin gesehen haben, der braucht zwei Schüsse im Kopf mit der Armbrust, ansonsten sechs. Okay, krass, das ist ja gar nichts. Ja, dann let's go, ne? Ja. Also die Lutschen, die müssten wir eigentlich immer mit dem Kopfschuss quasi treffen. Das können wir auch vom Bär runter machen. Außer die rupfen uns da natürlich runter. Achso, die schubsen uns ja runter. Ja. Ja, ich glaube trotzdem, wenn das Problem ist, wenn die auf den Kanu reiten, kriegen die Raptoren die dann runter, ist die Frage. Ja. Vielleicht sollte ich die Leichen hier trotzdem mal leer machen, by the way. Ich mach das mal gerade. Ja, erstens mal das und zweitens, also halt einfach mit O, ne? Ja. Weil die bleiben ja nur eine halbe Stunde liegen, die Pakete, und die Leichen bleiben zwei Stunden liegen. Wo bist du jetzt hin? Ach, hinter dir. Okay, let's go. Alter. Nee, ich dachte, du wärst da weitergelaufen. Das ist schon, uff. Alter, als ob ich mich jetzt erstmal im Kreis drehe. Ich kann dich doch einfach fragen. Ja, was soll ich dann sagen? Ja, hinter dir. Ja. Klappt ja oft so gut. Zwei Stegos auf jeden Fall schon mal. Sollen wir die gerade noch mitnehmen? Nee. Die würde ich noch lassen, bis wir vielleicht die Dings brauchen, weißt du? Ein Känguru links von uns! Ein fucking Känguru! Okay, ist das krass? Prokoptodon! Lul! Okay, da ist wieder so ein heiler Adler. Ah, okay. Das könnte ein Alpha sein. Deswegen würde ich jetzt erstmal nicht... Dann lass uns mal da zurückgehen. Und... quasi hier hoch und dann links. Warte mal, das war Zelmstation 1. Es ist jetzt halt Nacht, ne? Boah, du bist nicht so wild. Okay. Hey. Oh, Katze. Da ist sie gar nicht. Na, Michi. Zack. Oh, zwei Katzen waren das sogar. Ja, hab ich gekillt, ne? Ja. Ich level mal gerade. Hey, ich krieg Damage. Noch eine Katze. Die könnten wir eigentlich auch zähmen, ne?
Wenn wir davon ein paar haben, dann machen die schon auch gut Damage. Das kann sein, aber... Ja. Das ist aber jetzt alles... Das ist ein Time-Investment-Problem hauptsächlich. Und die zu zähmen, stelle ich mir auch echt ätzend vor. Aber erstmal brauchen wir Raptoren, damit die halt von ihren Kanu runterfliegen. Ja. Ich frage mich halt immer noch, wie das mit dem Level aussieht, weil die haben ja jetzt die ganze Zeit schon was gekillt. Das heißt, darüber leveln die natürlich. Aber wir haben halt uns in Mega-Metallproduktion die ganze Zeit. Ja. Doch, scheiße, ich weiß nicht mehr, wo die Dinger waren. Und nachts ist es für mich recht schwierig, mich zu orientieren. Weiß nur, dass wir hier wieder raufkommen. So, warte mal, wo habe ich die gesehen? Ich glaube, ich habe die hinter den Adlern, wo wir gerade waren, gesehen. Aber da, also da war ich eben auch schon mal, da waren die halt nicht mehr. Also wenn du hier rechts, da haben wir die gesehen. Ja, genau. Aber... Dieser fucking Chat. So, wir können ja hier einmal mal einfach mal runterspähen. Was ist denn das? Warte mal. Ach so, ist nur so ein kleiner Kackvogel. Na komm, Ich glaube, der eine Adler hier ist ziemlich angedetscht. Was hat denn den so? Oh, nee, doch nicht. Ja, ich versuche gerade, die wieder zu spotten, aber ich sehe sie halt nicht. Ich auch nicht. Ich würde einfach mal ein bisschen... Ja, dann lass in die Richtung laufen. Der Oberadler ist ja scheinbar gerade weg. Ja, und ich glaube, der Oberadler ist auch kein... Der Gustav hat gekackt, okay. Wollen wir den Adler hier gerade ficken? Nö. Okay. Da sind zwei Kento, Achtung. Ich weiß nicht, was Kentos sind. Das sind die, die dich runterpieksen und dann gegen Baum werfen und da oben. Ah, ich glaube, der Adler ist hier. Ja, ist er. Ich bin gerade ein bisschen festgebackt. Zwei sogar. Zwei starke Adler. Diese Heiladler sind halt echt ein Phänomen für sich. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass die an mir ein Horst sind, Alter. Alter, das ist viel zu dunkel hier. Hier müssten die eigentlich sein, aber ich sehe halt nichts. Ich habe auch keine Lust, die Fackel jetzt anzumachen, weil ich Feinde in der Nähe vermute. Ein Adler hier über uns. Das hört sich ein bisschen düster, ne? Ja. Vor allem, wenn die Raptoren kommen und uns hier von den Bären runterziehen und beide gleichzeitig, das wäre super Rippe, ey. Echt unangenehm, ja. Wir brauchen halt nur zwei Betäubungspfeile, ne? Ja gut, aber die muss er erstmal treffen bei den blitzschnellen Viechern. Okay, jetzt wird's langsam hell, Gott bless. Ja. Ein Dodo. Ich glaube, die Adler haben... Und zack, war der Regen aus. Das ging schnell. Ja, dann lass mal gucken, ob wir hier unten die nicht finden. Die sind halt jetzt echt weit weg, ne? Ja. Sorge, dass schon wer anders die gezähmt hat. Meinst du? Ja, kann ich irgendwie abbrechen, dass das sich sofort, wenn ich den level? Nee, leider nicht. Was bist du denn hier vor mir? Ja, oh, Diphosaurus. Pagomastax. Du Schweinevieh. Ja. Er hat mir das Wasserglas geklaut, die... Alter. Ja, du bist schneller als das Ding bist du jetzt diesmal. Hm? Haben wir hier angefangen? Ja, ne? Was wir noch holen könnten, wäre ein Spino. Ja, das wäre natürlich eine Überlegung, aber... So, ich bin jetzt unten am Strand, ne? Ja, du auch. Hyänen hinter dir? Oh, ein Alpha-Hyäne. Die sind ja richtig kacke. Okay. Hinten rennt noch eine weg. Macht immer. Nein! Fetter Bär ist stecken geblieben. Warte. Alter, das hat aber gut Level gegeben. Was ist mit dem denn hier los? Ich bin jetzt 98 mit dem Bär. Alter, das ist krass.
Ich bin auch ein Level Up, oder was? Krass. 56 bin ich jetzt. Okay. Ja. Bist immer 4 Level voraus, okay. Da wollen wir den. Guck mal da hinten, da sind halt diese Drops hier, auch im Wasser direkt vor uns. Hat schon wieder das Wasserglas geklaut, ey. Das Wasserglas ist sogar recht teuer. Soll ich hier mal ins Wasser reingehen? Ja, vor allem kriege ich es nicht mehr. Ja, geil. Mein Wasserglas ist einfach durch den Boden verschwunden. Herzlichen Glückwunsch. Ach ne, der Bär hat's gegessen. Okay. Lol, ich habe mit ihm jetzt schon 2 Metallspitzhacken. Johnny, bist du noch da? Ja, ja, ja. Ich war ein bisschen konzentriert, weil ich beobachten wollte, wie viel Schaden ich tatsächlich kriege. Wenn du was tust? Ich fight hier die ganze Zeit alles Mögliche. Okay. Aber ich glaube, wir sind in die verschiedenen Richtungen des Strands gelaufen, ne? Womöglich. Aber hier ist halt ein Drop. Siehst du den blauen Drop direkt vor? Ja. Und da bin ich gerade. Ich würde den halt ganz gerne holen. Der ist ja mitten im Wasser drin. Das würde ich nicht tun. Ist das ein Problem? Ja. Wieso machst du die Viecher nicht weg? Dass wir Leder kriegen? Oh ja, das vergesse ich manchmal. Das ist insofern ein Problem, dass da halt auch Wasserdinos sind, die aggro sind. Und die mampfen dich dann halt mal schnell weg, weil du gar nicht so schnell wegkommst im Landtier. Okay. Ja, ich würde jetzt aber lieber gerne den Spino tatsächlich zähmen. Hast du einen gesehen? Nö, das nicht, aber... Ich muss sagen, die Bären kommen schon insane stark vor, oder? Ja, die sind extrem stark. Ich würde auch unsere Basis jetzt gerne gar nicht so lange in Dings lassen. Ja, wir haben die Raptoren nicht gefunden. Ich würde sagen, wir geben das jetzt erstmal auf, die Aktion. Ja. Ich level gerade nochmal. Dann gucken wir einfach mal, schauen wir mal, wie wir zur Basis wieder hochkommen. Wollen wir und jetzt auf dem hier Weg rechts rum? Ja, hier rechts können wir rein, ja. Ja, wir können ja gucken, da vorne ist noch so ein Drop. Der sieht nicht im Wasser aus. Ich weiß nicht, wie wichtig die sind, aber wir sind ja gerade. Die sind mal scheißegal. Okay. Wirklich. Oh, guck mal hier. Da ist für uns eh nichts mehr Gutes drin. Free Food. Weil zum Beispiel, wenn wir so Stahlrüstung oder sowas kriegen. Achtung, Pegamastax hinter dir. Hat er dir was geklaut? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, oben in der Mitte steht das dran. Nee, der klaut immer das, was auf der Null liegt. Mein Wasserglas ist noch da, also. Okay. Pretty sure. Ja, dann lass uns hier mal hochgehen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo wir hier sind. Ich glaube, wir müssten halt ein bisschen weiter rein und dann rechts, ne? Ja. Dann kommen wir hier. Kommen wir hier aber nicht. Doch, hier. Bist du noch hinter mir? Nee, ich hab gerade noch was gekillt. Komm mal. Ja. Das sieht so krass aus, ey. Diese Bären einfach über alles drüber fegen. Da sind wieder die krassen Adler. Aber hier müssen wir, glaube ich, rauf. Die essen sich da eh gerade satt. Weiter rauf. Da oben vor uns müsste jetzt der See sein. Ich hab leider nicht mehr so viel. Ja, und da ist die Zähmstation. Und da ist noch Chitin. Okay. Ups. Oh, der Adler ist wieder grün. Oh. Das war's schon, Alter. Nee, das kann ja nicht sein. Ist eine Pause. 14 Minuten. Okay. Mal hat Mori gerade einen Absturz, der ist gerade oben. Rosettenfreunde, ihr wundert euch. Hey, der Henno ist auf einmal gar nicht mehr tiltet. Woran liegt das? Wir haben jetzt einen kleinen Break gemacht. Denn bei uns gab es ein gewisses Bermuda-Dreieck, was unsere Dinos eingesaugt hat. Mehr sage ich mal nicht für die anderen Teams, falls da Zuschauer sind, die sich nicht, die nicht gespoilert werden wollen bei unserem Stand. Und ich musste per Admin-Befehl einiges an Arbeit leisten, um wieder den alten Ist-Zustand herzustellen. Daher jetzt der Cut und wir machen jetzt einfach weiter, wo wir, ich glaube, wir waren so bei 15 Minuten, oder? Wir waren ziemlich genau bei der Hälfte. Genau, dass ihr da Bescheid wisst. Anderes Thema. Wir sind jetzt schon in der nächsten Woche. Wir haben gesagt, ach komm, dann machen wir jetzt einen Break.
Max tobt sich 3 Stunden aus und dann nehmen wir nächste Woche einfach ein bisschen eher auf. Daher auch andere Klamotten. Ne, ihr könnt alle mal zeigen, was ihr so anhabt. Oh, hier, guck mal, blaues T-Shirt. Ich habe extra mein Trikot sogar wieder mitgenommen. Summoners in! Genau. Anderer Punkt, daher wissen wir auch schon, dass es einiges an, ja, dass es ein bisschen einen Diskussionsbedarf gab bezüglich Kalles Inkompetenz, verstehe ich. Aber man muss da sagen, wir haben ja gesagt, situativ würde ein PvP-Kill auch dann gelten, wenn man während eines PvE-Kampfes oder einer PvP-Aktion durch ein PvE-Dino stirbt. Ja, oder irgendwie durch Fallschaden stirbt oder so. Zum Beispiel in der Situation ist Kalle mir hinterhergesprungen und wäre dann durch den Sprung gestorben, wäre es ein PvP-Kill nach meiner Wahrnehmung, weil er halt mir hinterher ist und das eine PvP-Aktion war. Wäre er runtergefallen, hätte überlebt und da ist instant ein T-Rex und zerbeißt ihn, wäre es auch ein PvP-Kill in meiner Wahrnehmung, weil es noch die Situation umfasst. Jetzt war es wohl aber so, dass ich schon, ich glaube, Eis hat nachgeschaut, satte 50 Sekunden nicht mehr vor Ort war und Kalle halt eher im Modus war, okay, wie findet er sich jetzt zurecht, wie kommt er wieder hoch, was geht hier? Und dann kam irgendwie angeschissen und bringt ihn um. Und das ist nach unserer Auffassung ganz klar dann kein PvP-Tod. Brauchen wir noch nicht diskutieren. Es geht auch nicht darum, wer hier der krasseste Babbo ist und wer jetzt hier gewinnt. Und das ist, Projekt ist zwar PvP, aber ist trotzdem ein Miteinander und entspannt euch ein bisschen gerade in den Kommentaren. Wer beleidigt, fliegt hochkant raus und darf auch nicht mehr ins Klassenzimmer. So. Gerade bei Kalle, irgendwie Kalle ist da ein bisschen anfällig, verstehe ich auch. Der ist halt ein Hasenfuß, ne? Um mal euch da euren Wortschatz zu verwenden. Da kann man schon mal sauer werden, aber ihr müsst auch bedenken, der kommt nicht aus Spandau, daher ein bisschen Verständnis. Gut. Zum Glück nicht. Von mir aus können wir jetzt ein bisschen weitermachen. Ja, also. Das kommt auch noch hinzu. Das ist ja eine Leidensgeschichte, aber okay. Okay, wir gehen in die Räume Spaß. Oder habt ihr noch was? Okay. Nee. Channel switched. User joined your channel. Let's go. Okay, also dann, 15 Minuten Fickung. Ja, wir ficken jetzt den Biber vor uns, würde ich sagen, erstmal weg. Weil ja, aber dann kommt der andere Biber wahrscheinlich noch, der da drin schwimmt. Aber ja, aber das wollen wir ja. Wir wollen ja die Biberdämme fahren. Ja. Wir machen sofort die Biberdämme dann. Okay. Ja. Also, okay. Ja, das zählt jetzt noch nicht in den Wochenplan für meine Zusammenfassung. Deswegen mache ich jetzt mal noch keinen Wochenplan, wenn das für dich okay ist. Ja. Der kommt dann in der nächsten Folge. Haha. Lol. Am Montag bei Johnny. Oh, ne? So. Also Montag, Mittwoch und Freitag hat Johnny. Ja. Komm her, du Biber! Ah, der hat ganz schön was aus, ne? Ja, aber auch nicht so viel. Warte mal, wo ist der andere? Ah, hier ist ein Biber. Ja, aber der hat, glaube ich, gerade keinen Bock. Warte mal, ich muss mal ganz kurz in die Optionen gucken. Da gibt es nämlich scheinbar für dieses... Darf ich so lange den Biber killen? Ja. Ja, ich nehme einfach mal den Biber dann mir vor, ne? Kann ich das nicht mit dem... Ne, kann ich nicht. Ich muss dafür absteigen scheinbar, ist das richtig? Ich krieg das mit diesem Third Person. Ich kann jetzt keinen Third Person mehr machen. Es geht nicht mehr. Ich kann hier am Mausrad drehen, so viel ich will. Geht nicht mehr. Ich habe keinen Third Person mehr, ja. Herzlichen Glückwunsch. Oh shit, ich hab richtig reingeschissen. Eieiei. Das war unglücklich gemacht. Oh, ist das schön. Okay, das war ein merkwürdiges Problem. Ich auch noch nicht hatte, aber man lernt ja. So, und den Biberdamm haben wir jetzt aus Versehen kaputt gemacht, oder was? Scheinbar. Okay. Ich hab da ist Holz, da ist Betäubungspfeile und da ist nochmal Holz, okay. Ja, warum die Betäubungspfeile dahin sind, ist eine andere Frage. Ich bin relativ voll gerade. Ja, gib mir mal was ab. Warte mal, der Bär ist noch nicht voll. Und gib mir mal die Betäubungspfeile, bitte. Die habe ich jetzt im Bären drin. Dann hol ich die aus dem Bären raus, oder was? Bitte. Barbara, Level 100! Mama ist gewachsen! So, ich hol mal noch den anderen Damm. Ja, pass ein bisschen auf. Ja. Da habe ich gemerkt, gibt's komplizierte. Oh, da unten ist ein lila Drop. Ja, habe ich gesehen. Willst du den holen? Ja. Unbedingt sogar. Gut. Oh. Was mache ich hier? Warum bin ich da vorbeigerannt? Was soll das?
Da ist viel Holz drin. Ja, ich nehme eben auch ein bisschen mehr als das, was ich präsentiert habe. Wie habe ich denn? Muss schon noch ein bisschen. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja gut, ich bin noch nicht ganz drin, wach auch nicht. Ja, ja, es geht mir allerdings ähnlich. Uff. Okay, können wir da jetzt runter oder posten wir ein bisschen? Ich bin bereit und voll mit Holz. Da unten ist ein Känguru. Ansonsten sehe ich nicht viel. Ja, ich glaube, die Kängurus haben keinen Agro-Radius. Ja, und selbst wenn, wir sitzen auf einem krassen Bären. Da sind Miezekatzen, Achtung. Ich bin dabei, die wollte ich immer gern ficken. So, Miezekatzen. Die Bären sind halt einfach. Da hinten ist Eis. Okay. Wollen wir uns den Job noch gönnen? Warte mal. Ah, ich krieg ihn nicht. Nee, ist ein wilder Kano. Okay. Okay. Wollen wir den Sam gehen? Oh, hier, Geier. Ja, ja. Können wir uns gegenseitig Damage machen? Nein. Das ist gut. So. Okay, dann mach du mal das Ding hier, weil ich weiß nicht, wie das geht. Ja, pass auf, da südlich ist noch eine Katze. Westlich. Das Känguru hat Bock. Ja, ja. Da ist eine Pistole drin gewesen. Den Rest lasse ich mal drin, Baupläne und so ein Scheiß. Ja, wollen wir mal rauf zur Basis gucken, ein bisschen abgeben, den nächsten Biberdamm da abfarmen und. Ja, so. Das können wir gerne machen. Also wir farmen die Biberdamm jetzt gerade, um ein bisschen Holz zu kriegen. Was? Eine Kralle. Okay. Weil wir wollen quasi ein bisschen mehr unsere Base hochbauen. Und dafür ist Holz halt wichtig und weil wir unseren Biber aktuell ja noch nicht wirklich nutzen können, weil der Biber-Sattel halt einfach 10 Millionen Jahre weg ist. Fahr mal währenddessen hier immer die Dinger mit, ne? Was denn? Mit dem Bären einfach währenddessen durch die Sträucher und so durch. Das so. Finde ich worth. Sparen wir uns gleich mal mit dem... Schreck, übrigens, ich habe gesagt, da bei einem Stück Folge, ich glaube die Donnerstagsfolge war es, dass ich hier zeigen wollte, wie toll ich die Pakete runterwerfe und habe dann festgestellt beim Schnitt, dass du das warst, der da die Pakete auf den Rand gelegt hat. Ups. Und nicht ich. Ja gut, ne? Es gibt halt Momente im Leben. Ja, ja. Ne? Uff. So, mir wurde auch gesagt, ich soll nicht einfach nur Gesundheit weiterleveln. Nein. Sondern ruhig auch mal was anderes. Ja. So. Zweites Bett? Kümmerst du dich drum? Ja, klar. Gar kein Problem. Als ich das erste Mal gesagt habe, ich werde ein kleines Bett skillen, habe ich übrigens ein kleines Beet geskillt. Das fand meine Community auch sehr witzig. Na, ich auch. Ja, du bist ja auch so ein Typ, ne? Ey, was soll denn das jetzt heißen? Magst du etwa deine Community nicht? Warte mal, was? So. Was habe ich denn hier noch? Ein gegrilltes Filet. Das hau ich mir mal rein. Alter, ey. Hier sind noch zwei Eisenäxte, die ich irgendwie aus Viechern rausgeholt habe. Krieg ich das hier irgendwie repariert? Nee. Scheiße. Werkbank ist bald voll. Also wir können... Also unser Plan ist, dass wir quasi den ersten Verteidigungsring aufbauen. Ja, das ist relativ fix. Ja. Dass wir aber halt eben auch nutzen, wenn jetzt gerade aktuell bei den... Die Tiere vielleicht wieder gespawnt sind, weil das ist ja scheinbar ein Phänomen, was hier ab und zu passiert, dass wir das dann auch, ne, nutzen und um uns noch das ein oder andere zu zähmen. Leder brauche ich wieder. Na gut, okay. Werkbank ist ein Haufen drin. Ja. Mach neue Narkotöpfchen gerade. Ich hab da irgendwie noch ein 200er Stack. Oh, mehr als ein 200er Stack. I see. Okay. Wir machen ein zweites Bett, weil Betten haben einen internen Cooldown und aktuell wäre es so, dass einer von uns hätte ein Bett und der andere ist ein bisschen am Arsch. Und da ich zuerst sterben werde, haben wir festgestellt, dass Alex am Arsch sein wird. ja, ich muss das jetzt hier, übergangsweise stelle ich das einfach mal hier etwas ungünstig platziert rein, aber neben die Werkbank. Na gut, also schön bauen ist auf jeden Fall nicht meine Stärke, stellen wir hier fest.
So, dann das Wasserglas wieder rein. Den ganzen Schmarrn hier zurück. Okay. Ich hab hier doch garantiert noch ein paar Pfeile. Ja, Futtertrog. Ja. Ich mache auch deinen Bären gerade mal leer. Ja, mach das gerne. Ich müsste da noch ein bisschen Narko-Zeug drin haben und so. Futtertrog können wir auch mal machen. Ja, das wäre jetzt für mich jetzt gerade nicht die höchste Prio, muss ich sagen. Ja, aber dann haben wir es weg, weißt du? Na gut, das stimmt natürlich auch wieder. So, ich bin noch ein bisschen schläfrig. Ich merke gerade, ich verbade hier. Es ist sehr früh für uns. Ja, wir haben quasi die Aufnahme einen Tick nach vorne gemacht. Mücke! Ha! Was? Alles gut? Ja, was? Meine Mücke. Mein Beileid. So. Ich würde sagen, die Lederrüstungen packe ich mal in den Schrank. Die haben in der Werkstattbank nichts verloren. Macht das. Oh, da habe ich gleich. Dann haben eigentlich auch die Eisenäxte da nichts verloren. Oh, der Schrank ist voll. Shit. Ja, was mache ich jetzt? Ich mache einfach nochmal ein bisschen Gewehrmunition, ne? Ja. Weil das brauchen wir ja eher als die Shotgun-Muni. Brauche ich noch? Basum. Noch was. So, dann könnte ich hier bei Tück gerade nochmal ein paar Betäubungspfeiler machen. Hast du meinen Bären jetzt leer gemacht? Noch nicht ganz. Okay, ich geh mal gucken. Gustav! Gustav! Wie geht's dir, Gustav? Da ist echt viel Filet hier drin. Komm, wir reiten nicht nochmal zur Klippe, ne? Mann, jetzt geh doch, du. Geh doch. Okay, kannst du mir das übrigens mit der Klippe mal erklären, was ich da machen müsste, wenn ich runterfalle? Ich muss da absteigen. Ja, aber kurz vorher erst. Kurz bevor du unten aufklatscht, weil Dinos kriegen keinen Fallschaden. Und wenn du ab... Nee, du machst schon wieder alles an die Klippe ran. Ja, ups. Ja, ansonsten sehen die ja auch unten was, ne? Das ist ja auch gefährlich. Nein. So. Also Bewegungsgeschwindigkeit dürfen wir nicht. Sauerstoff. Alles da auch. Eigentlich kann das hier alles raus. Gewicht könnte ich noch brauchen. Bären kannst du mir das behalten, wenn du damit glücklich bist. Okay, ich mach mal Rüstung, Pfeile und so ein Bums mach ich mal in den zweiten Schrank. Mach das. Den links daneben quasi. Also alles, was so persönliche Ausrüstung ist. Ein Bär ist ein Fleischfresser bei uns hier, oder? Ja. Okay. Dann wollen wir mal. Ich habe nochmal einen 200er Stack Leder. Okay, und jetzt würde ich eigentlich ganz gern wieder da runter rennen. Was kommt jetzt in die Werkbank? Alles Holz und so, ne? Ja, alles, was man zum Produzieren braucht. Und Munition zum Beispiel kannst du in den Schrank hier legen, ne? Ja, aber ich muss die ja hier produzieren. Ne? Enterhaken könnte ich auch mal zwei mitnehmen. Ich weiß nicht, ob die wiederverwendbar sind oder wie auch immer. Ich muss das mal ausprobieren. Same. Deswegen habe ich einfach ein paar mehr gemacht. Just in case. Ja. So, ich hätte sogar 4 Pistolenmunition. Dann könnte ich die Pistole eigentlich. Lassen wir hier. Soll ich dir gerade ein bisschen Pistolenmunition machen? Ja. brauchst du aber nicht. Ja, okay, mach ich nicht. So. Ja. Hast du die Gewehrmunition? Das passt. Ah, okay. Ich mach die Gewehrmunition auch mal wieder hier in den Schrank. Ich hoffe, dass hier keiner am. Verhungern ist, nein. Wobei, ich glaube, ich nehme ein paar Schuss mal mit. Okay. Ich habe. Der Castro hat noch richtig viel Holz. Ja, ist doch geil. Ich würde jetzt trotzdem nochmal gucken, ob wir da unten gerade was zähmen können, weil ich glaube, da war noch ein bisschen was gespawnt. Das wäre jetzt meine erste Prio. Wie siehst du's? Ja. Ich gehe schon mal gucken. Mhm. Ich guck nur gerade, dass unsere Viecher was zu essen haben. Haben sie. Fast. Ich liebe Bären, Alter. Das ist einfach schön. Ich bin halt fast as fuck. Boyard, ja. Komm, Barbara, setz dich hin. Lass mich drauf. Los geht's. Es ist irgendwie strange, dass hier jetzt wieder so viele Kängurus rumlaufen. Das heißt irgendwie, dass hier keine Fleischfresser unterwegs sind, ne? Ja, keine Ahnung. Achso, ja, Dinos leveln wollten wir ja auch irgendwann mal zwischendurch, ne? Ja, eben, aber das können wir halt... mit allem losgehen und... Ja, aber mit allem, also, ja,
Mit allen Fleischfressern halt. Oh, wow, das war's. Ach, stimmt ja. Das krass. Ja, das war quasi der Wochenabschluss. Nächste Woche wird's richtig krass, weil Max und Moritz ist. Ist noch nicht Ende. User left your channel. War doch nicht Ende. So, also nochmal drauf eingegangen, wann die Folgen kommen. Montag, Mittwoch, Freitag bei Johnny. Immer. Nicht abwechselnd, immer. Die anderen Teams machen es abwechselnd, wir nicht. Und aber ich habe Dienstag und Donnerstag. Wir glauben, das kriegt ihr in eure Köpfe. Ich glaube wirklich, daran. Könnt ihr auch kurz kommen? Ja. Ja, fertig. Channel switched. User joined your channel. Hallo. User joined your channel. Hallo. User joined your channel. Ich habe nur eine Sache vergessen. Und zwar, ich habe einen Timer gestoppt. Wir haben, glaube ich, noch 2,5 Minuten. Bei der Aktion, das Vieh so passgenau zu leveln, dass es jetzt ordentlich ist und so, was uns da entbuggt ist, habe ich natürlich sehr lange mich auch reinfuchsen müssen bei den Admin-Befehlen und habe mir selber aus Versehen EP gegeben. Und zwar satte 9 Level. What? Und ich habe übel lang gegoogelt und es gibt keine Möglichkeit, sich EP zu entfernen. Die einzige Möglichkeit ist, einen neuen Charakter zu erstellen, den dann dem die Level geben. Dem die Level geben. Ja. Und das konnte ich allein nicht machen, weil da brauche ich ja dann schon auch Mori dabei, dass der mich in den Stamm einlädt und der mein Inventar und keine Ahnung, ist halt mega scheiße. Ja. Und da habe ich jetzt auch vergessen, euch zu fragen, wie wir es machen. Also 9 Level ist halt echt schon schwierig, ne? Ja, hätte ich am Anfang irgendwie 9 Level gewesen, hätte ich gesagt, so ja, ist ja überhaupt kein Ding, aber wir sind ja alle schon etwas höher levelig, also 9 Level halt schon echt viel wert, ne? Aber was ist denn, wenn du jedem 9 Level dazu gibst? Nee, das wirft das Balancing komplett durcheinander. Ja, also ich glaube, mit dem neuen Survivor ist es fast die Lösung. So Leute, wir haben uns jetzt entschieden, wir machen es so, wir spielen jetzt die Runde kurz zu Ende und dann gibt es für uns einen Break, wo ich das mache. Da haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass es klar geht. Und dass du 9 Survivor machst. Ich mache 9 Survivor, teleport mich zu Mori, gebe ihm mein Inventar und so weiter. Ich hoffe, das klappt, wie ich mir es denke. Und ihr werdet keinen Unterschied merken. Ich bin noch vor Folge. Adminrechte im Tribe. Und wir werden sicher stehen und nichts basteln oder sonst was. Also genau. Gentleman's Agreement. Ja. Wie lange braucht ihr dafür jetzt Eis und Kalle? Naja, also der Kampf, den wir gerade machen, hat zur Folge, dass wir danach einen Taming-Vorgang haben, der aber nicht zu lange dauert. Das war eine 3-4-Minuten-Sache wahrscheinlich. Okay. Ja gut, dann passiert das halt einfach, aber das müssen wir jetzt halt mit dem Bug mitnehmen. Ja. Ich meine, wir haben ja sowieso jetzt viel geändert und so und dann ab nächster Folge sind wir ja wieder auf Montag und dann geht's auch wieder richtig los. Dann würde ich einfach sagen, die Folge läuft jetzt noch 10 Minuten, damit ihr das hinkriegt. Ja, sollte... Nein, die Folge läuft nicht 10 Minuten. Die Folge läuft noch 2 Minuten und danach gibt es eine Viertelstunde Break. Genau. Ja, da aber das Ding ist, wenn ihr im Taming-Vorgang das macht und den Server mal wieder stoppt und startet, kann das halt... Ey, ich stopp und starte nicht. Okay, ja, dann ist fein. Ich würde einfach sagen, wir sind bei der Base alle. Ja, Kalle und Eis können ja gerne ihr 4 Minuten Taming machen, solange das jetzt kein T-Rex-Spino oder sonst was ist. Nein, ist kleiner. Genau. Und juckt mich dann auch nicht. Kleiner. Ich meine, juckt mich eh nicht, was die haben. Oh mein Alter, jetzt mach deinen Scheiß hier, du hast ständig technische Probleme hier. Jo, wir verschläfen, Kalle. Oh, unsere Rexe sind gestorben. Könnt ihr wohl nicht aufpassen, oder was? Jo, ich schreibe noch bis tief in die Nacht in WhatsApp und verschlaf dann die Aufnahme. Ja, jetzt, wir können weitermachen, denn ich muss kacken. Channel switched. User joined your channel. Was ein Kackhaufen. Es ist so. So. Ihr alle miteinander. Let's go. Ich habe euch alle lieb. Der Einzige, der noch verlässlich ist, sind Eis und Mori. Nur die. So. Warte mal ganz kurz. Ich möchte mal kurz. Oh, die sind gerespawnt, okay. Der ist gerespawnt. Die Bebos sind wieder da und wir haben 3 Dämme. Also wir könnten hier tatsächlich richtig viel Holz rausholen. Ich habe hier ein Stego-Ei. Ja. Das ist ja witzig. Einfach mitnehmen und jetzt lass uns in die Basis rennen. Warum? Ja, weil wir. Nee, wir haben jetzt noch 3-4 Minuten so. Ich werde jetzt nicht wieder wie das letzte Mal das wasten. Das hat mich im Nachhinein ziemlich getiltet, dass wir da diese ganze auf. Oh, da fällt etwas Großes. Ich muss dich übrigens mal im Dings lauter machen. Da ist ein Kano gegen 2 Alter, Adler. So ein Level 58 Castro ist aber auch. Warte mal, ein 62 Kano kannst du doch gar nicht geben, oder? Doch, bis 65 geht's natürlich. Ach, 65, okay. Ja. Ja, soll ich mal gucken, ob ich da rankomme und vielleicht
zumindest die EP mitnehmen. Oh, was gibt Nate noch für eine Party? Okay. Okay, krass. Ah, der ist fast tot. Ich geh mal hin, vielleicht krieg ich den Last. Nee, die haben ihn gekillt. Finger weg. Oh, okay, vielleicht noch nicht Finger weg. Ah, vielleicht verpisse ich mich besser. Ja, ich verpiss mich besser. Okay. Das ist schon wieder so ein Adler, der grün leuchtet. Ja, wenn die Leichen gegessen haben, weißt du jetzt inzwischen, ne? Ja, ja, klar. Ich lese ja ruhig meine Kommentare. Ah, da kommt. Yep. Okay, ich habe nochmal richtig viel Holz da aus dem Biberdamm rausgesammelt. Und gehe jetzt nach Hause. Ne, der Adler kommt. Ja, dann lässt du nochmal gerade killen. Ja. Der hat auf jeden Fall Bock. Was? Ich hab daneben geschossen? Das sind zwei Adler. Ja, ja. Sonst wäre ich ja gar nicht weggegangen. Wie wechsle ich dann wieder auf die Ansicht, wo ich mit dem Dino fighten kann? Keine Ahnung. Also ich habe dieses Third Person halt auch. Ich habe diesen Bug. Ach shit, der hat ja an der Leiche gepackt. Der ist sich gerade am Hallen. Ja, das spielt eigentlich nicht so eine große Rolle. Also ich habe halt diesen Bug auch und ich bin immer nur First Person. Und egal was ich mache und ich die Option da umstelle. Hey, warte mal, die wollen die Folge beenden. Zack. Oh. Dann lass hoch. Ja. Alter. Da bauen wir auf jeden Fall einen Killerbaum. Ich stelle mir das immer so witzig vor, wenn wir jetzt hier hochreiten und hier auf einmal einfach ein T-Rex wow. steht oder so. Du bist der Bär hat mittendrin gekackt. Alter, du hast mich geblockt! Ja. Einfach weil der Bär kacken musste. So. Ja gut, hier sind wir sicher. Und damit, meine Freunde, Ende diese Woche. Finally. Ja. Alter, das wird Cut war's und Spaß, aber ich hoffe, ihr habt's genossen und am Montag wieder alles dabei. Tschüss.